Salut und hallo, hier ist wieder euer Michael von der Biokoch. Wir machen heute einen Tomatensmoothie, ganz leckere Sache zum Frühstück oder als Zwischenmahlzeit für zwischendurch. Ja, was brauchen wir dafür? Die Zutaten, Tomaten, Kräuter, was man so hat. Liebstöckel habe ich jetzt hier, Salbei, Rucola, Oregano, Basilikum. Das kann natürlich immer wieder ein bisschen variieren. Etwas Pfeffer, etwas Salz und einen Schluck Olivenöl. Auf Knoblauch verzichte ich jetzt im Moment. Wenn man es abends, man kann das Ganze ja auch im Prinzip als kalte Suppe servieren, dann würde ich ein bisschen Knoblauch hinzugeben. Okay, die Tomaten in den Smoothie hinein, also in den Blender hinein. Der kann das ja ab. Je nach Blender müsst ihr sie ein bisschen klein schneiden. Die Kräuter schneide ich jetzt nur mal so ein bisschen vor. So, Salbei hinzu. Pfeffer. Salz. Und einen Schluck Olivenöl. Das sollte schon gutes Olivenöl sein, was einfach auch gut schmeckt. Weil davon lebt eigentlich die ganze Geschichte. Okay. Gut schließen und dann kann es losgehen. Mal rein, ob das schon reicht. Ja, sieht gut aus. Konsistenz ist optimal. Das Ganze in ein nettes Glas füllen. Ne, wer es noch dünner mag, der lässt es einfach noch ein bisschen weiter laufen. Ne? Also ohne Stückchen. Also super einfach. Et voilà. Bon Appetit wünsche ich euch. Euer Birka. Ja, wer mehr Smoothies mag, unten läuft ein Brennnessel-Smoothie an. Eigentlich der Klassiker. Mit diesen vielen Grün drin, super gesund, auch super lecker. Macht ein bisschen Frucht hinzu, ein bisschen Mango zum Beispiel oder Banane. Ja, im Prinzip kann ja so ein Smoothie alles rein, was man mag. Ja, wenn es euch gefallen hat, über ein Like, Teilen oder einen netten Kommentar freue ich mich besonders. Bis demnächst hier im Kanal.